Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim with Mods. Ja, wir hatten ja eigentlich vorgehabt, weiterzumachen im Dungeon, aber wie ihr seht, befinden wir uns in einer Stadt, das ist Weißlauf, weil wir haben endlich die nötigen Materialien zusammen, um uns die beste Ausrüstung zu machen. Und du gehst mir erstmal aus dem Weg. Komm, weg hier. Pfui, kusch. Und die beste Ausrüstung ist definitiv die Drachensache. Haben wir jetzt auch schon mal durchgerechnet. Die hier sieht ziemlich geil aus, ist aber leider nicht die beste. Es gibt eine, die ist besser. Sieht aber meines Erachtens nicht ganz so geil aus. Das ist Geschmackssache. Wo ist er? Nee, das ist nicht der. Ja, die Dragonlord Armor. Hat schon alleine 81 Grundrüstung. Ist natürlich nur zu empfehlen, wenn man schwere Rüstung spielt. So, und die machen wir jetzt. Und ihr seht, man braucht Drachenschuppen dafür, Lederstreifen, Ebenerzbahn und Detraherzen. Also Haufen Zeugs. Gut, legen wir los. Ja. Dann noch die Schuhe dazu. Die Handschuhe. Und den Helm, den gibt es nochmal als blau. Blumenhelme, da ist mit so einem schönen Bola dran. Da brauchen wir aber Hexenrabenfeder und die wollte ich jetzt eigentlich nicht haben. Ich denke, der sieht besser aus insgesamt. Gut, rüstungstechnisch macht es keinen Unterschied. So. Die müssen wir dann aber noch verbessern. Allerdings, jetzt haben wir erstmal die Grundsachen hergestellt. Lustigerweise sind auch die Drachenwaffen die besten Waffen. Deswegen werden wir die jetzt auch herstellen. Ich möchte gerne ja auf einhändig mit Illusionen und Dieb eher spielen. Das heißt, im Nahkampf wäre natürlich eine Waffe wie, wo ist er zum Beispiel? Da, das Drachenknochenschwert mit 18 Schaden zu empfehlen. Aber tatsächlich werde ich auf Deutsche gehen, dass die einen kleinen Bonus kriegen. Das passt auch besser zum Dieb. Er hat zwar nur 14 Schaden, ist aber auch schneller. Und stellen wir einen davon her, zack. Und einen Drachenknochenbogen. Zack. So. Jetzt möchten wir das auch noch möglichst krass verbessern. Und da empfiehlt es sich, dass wir natürlich entsprechende Tränke trinken. Ich habe hier den Elixier des Waffenschmieds. Die Verbesserung von Waffenrüstung ist für 30 Sekunden um 50% besser. Heißt, die müssen wir jetzt relativ schnell geil hochschmieden. Deswegen gucke ich mal, wo wir am besten anfangen. Nichts falsch machen, das ist immer noch Schmiede, Schmiede, Schmiede. Genau. So, genau. Stopp, 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 stopp. Hier geht es nicht, genau. Bei der anderen könnte ich einen Drachenseel opfern, um bessere Rüstung herzustellen. Also, um die noch mehr zu verbessern. Die Waffen, das machen wir jetzt. Deswegen, wir trinken jetzt unseren Trank. Ja, Drachenseele bitte verwenden. Verbessern wir, zack. Ich guck. Schaut mal, das verdoppelt sich mehr als. Und als Schild habe ich das vom Mod her. Und das ist auch das Top-Schild, was es gibt. So, und damit unser Trank noch schnell wirkt, müssen wir uns beeilen. Nee, falsch, das ist Gelbgestell. Ups. Wo ist der Waffen? Da. Ja, pfui. So, der Drachen noch einen Bogen, zack, der Knochen Deutsch. Bam. So, haben wir das. Jetzt ziehen wir uns auch Schmuck an. Sind natürlich noch nicht so auf schwere Rüstung ausgelegt. Heißt, wir müssen jetzt erstmal relativ viel Gewicht erdulden. So, Bekleidung. Das wird unser Favorit. Wir ziehen es an. Favorit anziehen, Favorit anziehen, Favorit anziehen. So, die brauchen wir nicht mehr. Kein Favorit, kein Favorit. Das Amulett werden wir auch gleich ablegen. Großes auch. Ist natürlich ziemlich geil, weil es hier Schlossklang, Schießkunst und Alchemie um 20% steigert. Aber Schlossklang und Alchemie bin ich gut genug. Und Schießkunst, naja, ist schade drum, aber können wir gleich noch besser machen. Den behalten wir natürlich. Das habe ich markiert, weil ich es für eine Quest brauche. Den muss ich anbehalten. Den kann ich auch gar nicht ablegen. Oh, doch, kann ich. Cool. So, und das Bulwark, das lassen wir da für den Fall, dass wir das gerne haben möchten. So, das Berserkerschwert lassen wir jetzt weg. Wir wollen auf einhändig gehen. Das ist der Dolch. Zack. Und der Bogen, der hat 74. Und wenn ihr jetzt mal schaut, wir hatten vorher den Nordbogen 48. Also das ist schon ein krasser Unterschied. So, damit wir das auch mal sehen kann. Zack. So sehen wir jetzt aus. Die Hose scheint nicht richtig animiert zu sein. Nämlich nur blau.
Ach nee, haha, wir haben theoretisch gar keine Hose an. Das fehlt, wir raufen da fast nackt rum, oh Gott. Dann hätte ich vielleicht doch lieber den mit dem Rock nehmen sollen. Ich dachte ja, es geht weiter runter. Na, egal. Wir sehen uns ja Gott sei Dank eh nicht so, die Gegner sind nur ein bisschen erstaunt. So, jetzt muss ich kurz überlegen, wir haben sie geschmiedet und verbessert, soweit es geht. Mit Trank hatten wir auch dran gedacht. Ja, jetzt geht es darum, die Sachen natürlich noch zu verbessern. Mit Verzauberung. Und da gehe ich jetzt gleich hoch. Oben ist ja der Alchemietisch. Also hier, ich komme gerade echt nicht auf den Namen. Verzauberungstisch. Und da können wir jetzt ja noch Verzauberung dran basteln. So, wir sind bei den Arcan Nexus. Das ist durch den Mod eine verbesserte Variante, die man durch den Level bekommen konnte. Und der hat zudem noch die Fähigkeit, dass man einen Edelstein opfern kann, damit die nächste Verzauberung besser wird. Und durch den Skillbaum ist die erste Verzauberung, die wir machen, oder der erste Gegensteinverzauberung, dürfen wir dreimal verzaubern. Und das auch noch stärker. Und das wird unser Bogen sein. Und um das noch ein bisschen zu toppen, haben wir noch ein paar Tränke. Ich mache das jetzt mal relativ schnell. Danach zeige ich euch, was ich mache, weil die Tränke ja immer nur beschränkt gelten, leider. So, und ihr seht, ich habe nur 60 Sekunden Zeit, deswegen muss es relativ fix gehen. So, ich möchte zuerst anfangen mit einer Waffe. Dafür habe ich einen Rubin geopfert. So, Gegenstand, der Drachenknochenbogen. Den verzaubern wir mit Fire Damage. Welcher? Ja, genau, Lingering. Chaos Poison. Ja, volle Ladung. Und normalen Poison. Und nehmen dafür den besten Sehnstein, den wir haben. Bam. Ja, das ist halt, weil wir das nie wieder machen können. Und ihn mythisch gemacht haben. So, das nächste ist nochmal eine Waffe. Und zwar der Dolch. Nicht entzaubern, verzaubern. Der Dolch. Und der bekommt Poison und Skyhook. Poison, voller Power. Und Skyhook, voller Power. Bam. So, kurz weg. Als nächstes kommt der Kopf. So, das ist natürlich unser... Wo ist er? Da. Dragonlord Helm. Und der Kopf bekommt Magicka, Regeneration und Siphon Magicka. Da, Magicka, Regeneration und Siphon Magicka. So. Als nächstes kommt die Hand. Und Fuß können wir gleich mitmachen. Perfekt. Hand und Fuß also. So, fangen wir an mit der Hand. Da. Und, ups, die Hand bekommt Recharge Weapon und Magicka. Da, Recharge Weapon. Und Magicka verstärken. Bam. Fuß. Ganz wichtig ist hier Lautlosigkeit. Ist weiter oben. Okay. Da. Lautlosigkeit und Blitzresistenz. Bam. So, als nächstes kommt der Torso. Ich glaube, dafür haben wir keinen Stein. Genau, nur fürs Schild gibt es einen. No. So, Gegenstand. Und der Torso bekommt Windfall und Siphon Health. Siphon Health und Windfall. Wie gesagt, ich zeige euch gleich, was das alles macht. So. Unser Schild können wir noch mit einem Stein verbessern. Gegenstand der Bulwark. Und das Schild bekommt Magieresistenz und Windfall. Magieresistenz, Windfall. So, für die anderen gibt es keine Verbesserung, aber...
Wir haben ja noch Ringe, die wir machen können. Die Ringe bekommen jeweils Magieresistenz und Feuerresistenz. Was ist passiert? Magieresistenz und da, Feuerresistenz. Dasselbe machen wir den anderen Ring nochmal. Feuerresistenz. Magieresistenz. Und dann haben wir noch ein Amulett. Das wird ähnlich. Bam. Das bekommt Magieresistenz und Eisresistenz. Magie. Oder Frost heißt nicht Eis, Frostresistenz. Bam. So, jetzt sind wir geil ausgerüstet. Ich überlege gerade, wie ich es euch am besten zeige. Wenn, dann zeige ich es am besten über Kleidung. So, kleinen Moment. Ich will noch die richtige. Die ist noch wichtig, die ziehen wir an. Unsere beiden hier ziehen wir an. Warum können wir... Dürfen wir nicht zwei gleich? Dürfen wir nur einen Ring tragen? Okay. Gut, dann behalten wir also einen. Ich dachte, man konnte zwei tragen, aber es war anscheinend ein anderes Spiel. Egal. Wir haben ja genug übergehabt. So. Fangen wir mit der Rüstung an. Also. Unsere Rüstung hat jetzt nicht nur einen Wert von fast 20.000, was echt krass übertrieben ist. So. Oh, bei denen sieht man gar nicht die Verzauberung. Das ist natürlich blöd. Kann ich die denn übers Menü irgendwie zeigen? Ja, kann ich. Kleinen Moment. Oder Magie zeige ich es euch. Das muss auch sein. So. Da, von den Handschuhen bekommen wir, dass wir 66 mehr Magicka haben und dass unsere Waffenladungen sich um 19 pro Sekunde bis zu dem Maximallevel auffüllen, wo wir sie ausgerüstet haben. Das heißt, wir werden die nie nachfüllen müssen. Das ist ziemlich geil. So, wo ist der Rest? Ich habe hier einige Sachen. Unsere Schuhe. Wir bewegen uns ständig lautlos und haben 49% Resistenz gegen Blitz. Unsere Handschuhe, wir haben plus 66 Magicka. Achso, das ist das andere. Recharge ist das zweite davon, wollte gerade sagen. Unser Helm macht, dass wir 66% schneller Magicka regenerieren und Gegner innerhalb von 16 Fuß Radius, den klauen wir auch noch Magicka passiv, einfach so. So, der goldene Diamantring bringt uns 39% Feuerresistenz und 20% Resistenz für alle Magiearten. Unsere Juvenaskette 51% Resistenz gegen Frost, 27% Resistenz gegen alle Magie. So, nur mal zusammengerechnet, ja, also wir haben schon mal 47% Resistenz gegen alle Magie plus die Einzelnen. Die sind halt immer so zwischen 40% und 50%. Das heißt, wir haben so eine Gesamtresistenz ungefähr gegen jedes Element von 90%. Bekommen also nur 10% Schaden, sollten also auch bei einem Drachenhauch nicht gleich umkippen, hoffentlich. Das war eigentlich so mein Ziel. Hier, Schock ist auch fast 50%. So, das ist immer ver... Die, unsere Rüstung, genau. Wir klauen Gesundheit von Gegnern in Radius von 13 Fuß und haben eine 3%ige Chance, pro Sekunde 79 Gesundheit, Magicka und Ausdauer wieder zu bekommen. So, das hatten wir schon. So, genau, das ist der andere Teil davon. Also, wir sind jetzt ziemlich krass, was das angeht. Das sind nur die Rüstungen. Die Waffen sind ja nochmal anders. Die sieht man nicht, weil die nicht passiv sind, sondern aktiv. Deswegen, ich zeige euch das mal. Der Drachenknochenbogen, den wir auf mythisch gemacht haben, wenn der legendär steht. Aber ihr seht schon am Wert, der ist krass. So. Das Ziel brennt für 12 Schaden pro Sekunde, bis der Kampf endet. Das heißt, wir können anschließend uns verstecken, suchen, wie der langsam wegbrennt. Dann macht er noch 40 Punkte Giftschaden für alle 5 Sekunden, plus der zweite nochmal 24 Giftschaden für 11 Sekunden. Also in den ersten 5 Sekunden kriegt er 64 Schaden pro Sekunde on top. Plus 12 von Feuer macht insgesamt 86 Schaden pro Sekunde. Damit können wir alles wegfetzen. Außerdem sieht er ziemlich cool aus. Und unser Dolch, der macht halt 19 Punkte
Schaden für 11 Sekunden in Form von Gift. Und ja, hat jetzt auch die Fähigkeit, einen Gegner, den man treffen, vom Boden abzuheben, dass der für 6 Sekunden immobilisiert ist. Also das ist auch halt ziemlich geil. Zur Not, wir pieksen ihn und wenn die Chance eintritt, dann fliegt er in der Luft und ja, ihr könnt auch zwischen 11x19 Schaden kriegt er, ne? Das ist schon geil. Wir haben der Zeit, wegzurennen. Was wir jetzt natürlich noch machen müssten, wäre, wo ist es? Schwere Rüstung. Light, no? Wieso? Heavy, there. Die schwere Rüstung müssen wir natürlich jetzt noch hochkriegen. Und zwar, dass wir wenigstens erstmal dahin kommen. Ich muss schauen, wo es ist. Dass wir kein, wie heißt es? Da. Ne, das erhöht die Rüstung, das ist auch ganz nett, aber ich suche eigentlich, dass sie leichter wird. Da. Born to fight. Schwere Rüstung wiegt nur halb so sehr und verlangt uns nur halb so sehr. Da wollen wir auf jeden Fall hin. So, und haben wir noch was anderes? Sweet Development? Ne, gut. Jo, okay, mit der Ausrüstung jetzt rocken wir einfach mal ein bisschen weiter. Aber wir haben noch nicht die besten Zauber, da arbeiten wir noch aktiv dran. So, wir machen natürlich weiter hier bei Festung Dämmerlicht. Denn wir hatten die Bücher noch nicht gefunden, die 3 Stück, die wir brauchen. Und ja, schauen wir mal, ob wir sie jetzt finden. Ich habe jetzt auch, glaube ich, einen anderen Eingang gewählt. Allerdings, weil die Karte mir gesagt hat, das wäre kürzer. Von daher, mal schauen. Ja, hier sind noch wertvolle Dinge, sagte mir. Aber nee, das ist doch der Eingang, den wir hatten. Ich bin jetzt ganz offen, massiv gespannt, wie das jetzt mit unserer neuen Ausrüstung hier läuft. Mit dem Bogen sollten wir jetzt ja eventuell den Gegner auch mit einem Schuss wegkriegen. An das erinnert mich alles. Ich würde sagen, wir können sogar durchrennen, oder? Denn hier war ja, glaube ich, keine Gefahr mehr. Außer, dass ich falsch abbiege wie hier. Gibt es hier wenigstens noch was zu plündern? Mal gucken. Gold kann nie schaden. Gewicht 12, ja, 150, doch, ist gut. Rüstung. Nee, der ist mir dann doch zu kritisch. Oh, hier ist auch der Container, das ist durch einen Mod, da hat der besonders seltenen Loot drin. Wenn man den schnell genug findet, gibt es dann sogar noch einen neuen, aber, oh, sogar geschafft. Was haben wir denn? Bogen, noch ein Bogen, das ist auch gut. Cool, sind wir gleich wieder voll genug, dass wir weiter zurückgehen können. Ja, die neue Rüstung wiegt halt auch eine Menge. So, dann müssen wir ja logischerweise hier lang. Das ist ja nicht so, dass viel Auswahl ist. Ja, ich erinnere mich tatsächlich auch. Stopp, ging es denn irgendwo hoch? Ja. Aber ob das jetzt wirklich der kürzeste Weg ist, die Festung Dämmerlicht hat noch einen anderen Eingang, der fühlt sich näher an. Aber vielleicht ist da irgendwas blockiert. So, ja, da geht's raus. Und da sind die Bücher. Da war es doch, glaube ich, so, dass wir festgestellt haben, dass die Tür zu war. Da steht jemand. Ganz ehrlich, die brauchen wir nicht. Bleib da. Laut Karte geht's da eh nicht weiter. Ja, anscheinend müssen wir eine Runde rumlaufen. Ja, von einer Seite verriegelt. Genau, hier war diese, ich nenne es mal Bibliothek. Hab ich den letztes echt übersehen? Nee, setzen wollte ich mich jetzt nicht. Dann
Dankeschön. Gut, den Wein können wir auch mitnehmen, aber was ich will, ist der Geldbeutel. So. Genau. Das ist alles noch in meinem Gedächtnis. So, und hier waren wir letztes Mal stehen geblieben. Die Ritualkammer. Schauen wir mal. Ihr also seid in mein Haus geplatzt und habt meine Projekte zunichte gemacht. Wie schön, euch kennenzulernen. Hi. Ja, wer seid ihr denn? Namen spielen keine Rolle mehr. Ihr könnt mich die Ruferin nennen. Also habt ihr einen Grund dafür, ein solches Chaos anzurichten? Ja, ich habe eine geile Ausrüstung. Ach, ich meine, ich bin wegen der Bücher aus der Akademie hier. Ihr gehört also nur zu Ahrens Lakaien. Wie schade. Ihr seht mir sehr vielversprechend aus. Ihr kommt hierher, tötet meine Assistenten und unterbrecht meine Arbeit. Ihr habt mich verärgert. Da werde ich euch wohl kaum etwas geben. So, was können wir denn machen? Lasst mich die Bücher mitnehmen, dann wird es auch keine weiteren Probleme geben. Ach, das kriegen wir hin, wir sind gut in Redekunst. Gut, nehmt sie und geht. Kommt nicht mehr zurück, sonst wird euch mein ganzer Zorn treffen. Ganz ehrlich, die ist ja an sich böse. Ich bin ja froh, wenn man das diplomatisch lösen kann. Ich bin auch noch froh, wenn wir gemein sein können. Eine gute Gelegenheit, den Dolch nämlich zu testen. Ja, klappt ganz gut. Das war unglaublich hinterhältig. Ich bin stolz auf mich. So, die Nacht der Tränen. Die Nacht der Tränen, Trano Selet. Naja gut, du müsstest ja, denke ich, nicht durchlesen. Ach, immerhin gibt es 3 Stück davon. So, 63 Gold. Schlüssel zur Ritualkammer. Seht ihr, die können wir doch gebrauchen. Stiefel lassen wir ihr. So. Auch hier nehmen wir einfach mit. Dito. So, wir haben die Bücher. Aber hier ist noch die Ritualkammer. Wir haben ja den Schlüssel gefunden. Die war müde. So. Das ist noch eine Falltruhe. Seelensteine. Seelensteinfragment. Aber ja, vom Preis-Leistung her ist es auch gut. Oh, kenne ich noch nicht mal. Gut. Haben das auch. Schal irgendwas drin. Knochenmehl, ja, sehr schön. Schal selbst ist eigentlich auch wertvoll. So, höchste Heilung. 100 Punkte der Zerstörung. Weizen ist gut. Geld ist immer gut. Ich wollte eigentlich nicht die scheiß Schale nehmen. Holzschale mit Haar wie Holz. Fallen lassen. Ja, sehr schön. Moratabinella. Drachenbaum ist auch gut. So, was haben wir? Kiste Bernstein. Ja, hat Wert. Geld. Saphir. Ja, geht. Stab der Eissturm. Boah, wieder so ein schöner, teurer Zauberstab. Ist hier in dem Schrank noch was? Kinderpuppe. Ich gucke mal auf der Karte. Es hat ja eigentlich theoretisch noch eine Mission hier gehabt. Aber die ist wahrscheinlich nicht wirklich hier. Gut. Aber ganz ehrlich, das war gerade echt arschig. Aber gut. Wir sind ja nicht hier, um fair zu sein. Das können wir im echten Leben sein. Du musst den Riegel. Achso, das ist die Tür. Da seht ihr, haben auch die Abkürzung gefunden. Und können hier wieder rausgehen. Ja, gut. Aber ich dachte, da wäre ein Kürzer gekommen, wenn wir da lang gegangen. So, dann könnten wir streng genommen die Aufgabe abgeben. Machen wir vielleicht auch mal, whoops, bringen die Bücher zurück, ja. Ich sagte ja. Ernsthaft? Komm, da.
Ha, das ist doch kein Schild. Was, wie haben das ein Schild? So. Ja, die Wesen hier sehen so toll aus, ne? So, habe ich einen Kartenmarker, wo ich genau hin muss? Um mir Zeit zu sparen. Die Haupthalle, okay. Hi. Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr aussieht. Danke. Willst du die Bücher haben? Ich weiß sogar gar nicht mehr, wer das war. Ich glaube, es ja. Es ist immer ermutigend zu sehen, wie die jüngeren Generationen sich auf ihre Ausbildung stürzen. Ihr seht aus, als könnt ihr etwas Hilfe gebrauchen. Nun ja, es ist mir recht peinlich, aber ich scheine etwas verlegt zu haben. Ja, den habe ich geklaut schon. Ich kann meinen Destillierkolben nicht finden. Ich könnte wohl einen anderen nehmen, aber nun, es hört sich albern an. Aber meiner hat einen sentimentalen Wert. Wenn ihr ihn zufällig seht, könntet ihr ihn mir dann bringen? Ja, hab den. Ah ja, danach hatte ich gesucht. Vielen Dank. Naja, wir sind's gewichtlos. Das ist ja auch schon was wert. So, jetzt ist die Frage, wo schickt er mich wieder hin? Also, von mir aus gesehen nach links. Die Karte ist ja manchmal ein bisschen tricky. Vor allem, wenn man die ein paar Mods aktiv hat, dann ist das immer für die Karte etwas schwerer. Ach klar, unser Bibliothekar hier. Wo ist er? Hallo, großer böser Aufpasser. Hallo, Bibliothekar. Hunderte von Jahren sind in die Zusammenstellung dieser Sammlung geflossen. Sie bleibt so makellos, wie sie jetzt ist. Verstanden? Ja, hab ich ja gar nichts gegen. Hier sind auch deine verschwundenen Bücher nebenbei. Nun sieh einer an. Und er scheint auch noch unversehrt zu sein. Danke. Ich werde die Bücher durchsehen und Mirabelle Bescheid geben, wenn ich etwas Interessantes finde. Die Nacht der Tränen, was? Ich erinnere mich. Na, das ist ja interessant. Habt ihr es gelesen? Wenn ich mich recht entsinne, dürfte das interessante Auswirkungen haben. Ihr solltet es Tolf dir gegenüber erwähnen. Und hier, ihr habt ihr euch redlich verdient. Okay, warum gibst du mir jetzt einen Haufen Bücher? Gucken wir uns mal die neuen Bücher an. Warum? Also ich weiß nicht, vielleicht ist eins dabei, was uns einen Skill gibt. Yep, da war eins. Entweder kennen wir es schon oder es bringt nichts. Ich verkaufe den Typ die doch gleich wieder, muss ich ehrlich sagen. Ich will die nicht bei mir rumschleppen. Nee, das sind Questgegenstände. Man schleppt mit der Zeit echt ganz viel Zeug damit rum. Wahnsinn. Das ist eine Beschwörung. Kenne ich schon, genau. Auch nichts für mich. So. Dann gehen wir zu Teufdir. Er ist ja hier gleich in der Nähe. Müssen ja nur eine Etage runter. Wieso kommen jetzt für Himmelsrand raus? Ich wollte doch nach unten. Ja, dann bitte wieder zurück. Führt das nach unten? Nee, auch nicht. Wo muss man abbiegen, um runterzukommen? Da. So, Teufdir. Mein Freund, ich soll mit dir reden. Hi. Es ist immer ermutigend zu sehen, wie die jüngeren Generationen sich auf ihre Ausbildung stürzen. Hast mir gerade gesagt. Urak meinte, ich solle zu euch gehen. Ach, hat er das? Hat er irgendwelche Informationen zu unserer wundervollen Entdeckung? Ich habe das Buch Die Nacht der Tränen gefunden.
Ist es das über einen Gegenstand, der unterhalb von Saartal vergraben wurde? Etwas, um das sich Menschen und Meer gestritten haben? Ich muss es noch einmal lesen. Ich erinnere mich nicht mehr an die Einzelheiten. Ich kann mich einfach nicht davon losreißen. Was es auch sein mag, so etwas Schönes habe ich noch nie gesehen. Ja, danke. Wenn ich noch einen Moment damit verbringen dürfte, könnte ich vielleicht noch einige Beobachtungen machen. Ihr habt sicher bereits die Zeichen bemerkt. Sie sind ganz anders als alles, was wir zuvor gesehen haben. Eileiden, Dwemer, Daedra. Nicht einmal Falmer. Nichts passt dazu. Wirklich interessant. Das sieht hübsch aus. Nun, ich bin nicht sicher, dass ihr ganz so darauf eingestimmt seid wie ich mit meiner jahrelangen Erfahrung. Aber könnt ihr das spüren? Dieses fantastische Objekt. Er strahlt förmlich Magika aus. Und doch ist es anders als alles, was ich je zuvor gespürt habe. Erzmagier Aaron ist bereits in die Arbeit vertieft. Und so werden wir hoffentlich bald mehr wissen. Aber ich muss sofort mit euren Kollegen sprechen. Das ist sehr ungebührlich. Wir führen hier ernsthafte Forschungsarbeiten durch. Ja, die Wichtigkeit ist mir bewusst. Hierbei handelt es sich aber um eine Sache, die nicht warten kann. Nun, ich bin sicher, ich bin noch niemals auf diese Weise unterbrochen worden. Was für eine Dreistigkeit. Wir setzen dies wohl lieber später fort, wenn wir Unterbrechungen vermeiden können. Ihr müsst sofort mit mir kommen. Gehen wir. Ich verstehe nicht, was los ist. Wirklich? Dann lasst mich die Situation erläutern. Ich würde gerne wissen, warum jemand hier in der Akademie behauptet, Mitglied des Sijik-Ordens zu sein. Aber was noch wichtiger ist, ich würde gerne wissen, warum er konkret nach euch fragt. Wir werden also ein wenig mit ihm plaudern und herausfinden, was genau er will. Seid ihr nicht nur ein Berater hier? Eigentlich schon. Aber ich bin dem Altmeribund immer noch verpflichtet und kann diese Situation nicht ignorieren. Keine Sorge, ihr könnt zu euren kleinen Streitereien und bedeutungslosen Forschungsarbeiten zurückkehren, sobald diese Angelegenheit erledigt ist. Ach ja, ja, Kano, der kommt einen einfach nicht gut rüber. Und er läuft zu langsam. Ich muss mal kurz schauen, ob das überhaupt aktiv ist, die Quest dadurch. So, jetzt. Wollte doch gerade sagen. Ihr werdet mit diesem Mönch reden und herausbekommen, warum er hier ist. Danach werden wir ihn vom Akademiegelände entfernen. Komm, Tür auf. Ja, sehr gut. Haha, wurde da. Sorgen. Ich will euch nichts Böses. Es ist schön, euch persönlich kennenzulernen. Was ist los? Was ist mit allem passiert? Ich möchte einfach nur mit euch reden. Ich habe uns die Möglichkeit verschafft, ganz unter uns zu reden. Aber das kann ich leider nicht lange. Wir müssen uns kurz fassen. Die Situation hier an eurer Akademie ist von entscheidender Bedeutung. Und unsere Versuche, euch so wie vorher zu erreichen, sind gescheitert. Ich glaube, der Grund ist eben das, was uns so beunruhigt. Dieses Objekt. Das Auge von Magnus, wie eure Leute es jetzt nennen. Die Energie, die es aussendet, hat verhindert, dass wir euch mit den Visionen erreichen, die ihr bereits gesehen habt. Je länger es hier bleibt, desto gefährlicher wird die Lage. Darum bin ich persönlich gekommen, um euch zu sagen, dass es aus dem Weg geschafft werden muss. Wenn es gefährlich ist, warum ändert ihr nichts daran? Das wird leider nicht so einfach sein. Ihr müsst verstehen, dass der Sijik-Orden normalerweise nicht direkt in die Ereignisse eingreift. Meine Anwesenheit hier werden einige im Orden als Affront betrachten. Und sobald wir fertig sind, werde ich eure Akademie verlassen. Mir ist nur allzu bewusst, dass meine Ankunft Verdacht erregt hat.
Besonders bei Ancano, eurem Kollegen bei den Talmor. Dennoch wird mein Orden nicht direkt tätig werden. Diese Aufgabe müsst ihr übernehmen. Super, immer wir. Ja genau, warum sollte ich euch oder euren Orden vertrauen? Ich nehme an, ihr bezieht euch auf Ancanos Abneigung gegen den Sijik-Orden. Die Talmor sehen unseren Orden als Bedrohung an, weil wir mächtig sind und ihnen nicht gestatten, uns zu kontrollieren. Ich versichere euch, dass wir euch nichts Böses wollen. Na klar, ich vertraue deinem Wort. Nee, ohne Witz, ich glaube, der ist gut. Okay, und was genau ist das Problem? Wie ihr vielleicht schon erfahren habt, ist dieses Objekt, das Auge, ungeheuer mächtig. Diese Welt ist noch nicht bereit dafür. Wenn es hier bleibt, wird es missbraucht werden. Ja, tatsächlich glauben sogar viele im Orden, dass das bereits geschehen ist. Oder vielmehr, dass bald etwas geschehen wird, das nicht verhindert werden kann. Was erwartet ihr von mir? Wir glauben, dass ihr euch um die Konsequenzen kümmern solltet. Aber wir können nicht voraussagen, wie diese aussehen werden. Ich befürchte, ich habe die Grenzen meines Ordens bereits überschritten. Aber eines will ich euch noch sagen. Sucht den Auguren von Dunlein hier in eurer Akademie auf. Seine Wahrnehmung mag schlüssiger sein als unsere. Wer ist der Augur von Dunlein? Er war früher Schüler hier an der Akademie. Jetzt ist er etwas anderes. Wo finde ich den? Ich bin mir nicht sicher. Er ist irgendwo in der Akademie. Sicher weiß einer eurer Kollegen, wo er zu finden ist. Ich bedauere euch nicht weiter behilflich sein zu können, aber dieses Gespräch strengt mich sehr an. Jetzt muss ich euch leider verlassen. Wir werden weiter über euch wachen und euch leiten, so gut wir können. Na gut. Ihr könnt euer Ziel erreichen. Vergesst das nicht. Ich würde sagen, das sehen wir uns fürs nächste Mal auf. Da suchen wir mal den Auguren. Wer weiß, wie lange das dauert. Es tut mir leid, aber ich verstehe nicht. Tut nicht so geheimnisvoll. Ihr wolltet ein bestimmtes Mitglied der Akademie sehen. Hier ist er. Also, was wollt ihr? Es hat ein Missverständnis gegeben. Ich sollte eindeutig nicht hier sein. Ich werde einfach gehen. Was? Was sind das für Tricks? Ihr geht nirgendwo hin, bevor ich nicht weiß, was ihr im Schilde führt. Ich führe nichts im Schilde. Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich euch in irgendeiner Weise gekränkt haben sollte. Wir werden uns darum kümmern. Gut. Das sind dann für heute, würde ich mal sagen, die Schlussworte. Tschüssi. So, und ja, auch zu euch sage ich, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Und wie immer, mögen euch die Gaming-Götter heute sein. Tschüss.